so auf, Two and a Half Men zu boykottieren. Was? Als Resultat wurde Jones dann Stück für Stück aus der Show herausgeschrieben. Wenig Mitleid, ja. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber wenig Mitleid. Wisst ihr, was aus Professor McGonagall von Harry Potter ist? Wie sie jetzt aussieht inzwischen? Freunde, wie sieht es? Freunde, heute geht es um Filmstars mit einem brutalen Schicksal, das sich sehr gewendet hat. Und von vielen habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört, Leute. Ich will kurz einmal danke für euren krassen Support im Moment sagen, dass euch auch die Shorts so gefallen und einfach, dass ihr mich immer unterstützt. Ich lese fleißig eure Kommentare. Sehr viel Liebe, Freunde. Ist sehr korrekt. Okay, reicht jetzt auch mit dem Geschleime. Fridolin, willst du noch was sagen? 4000 Likes. Okay, Fridolin, 4000 Likes, danke. Du kennst deinen Job, ne? Du kennst deinen Job. Okay. Nummer 10 beginnen wir direkt mit einem der größten Hollywood-Stars aller Zeiten, der weltweit unzählige Fans hat und schon in Dutzenden Filmen mitwirkte. Mhm. Und zwar geht es um Johnny Depp. Boah, ist das eine Rolle oder sieht der so aus? Also der kann nur crazy sein. Der hat Edward mit den Scherenhänden gespielt, Fluch der Karibik. Während Depp lange Zeit einer der bestverdienenden Schauspieler der Welt war und ein Leben im puren Luxus führte, gibt es jedoch eine Seite von ihm, die kaum jemand kennt. Der ist safe crazy, der ist auch ein bisschen crazy. Ich habe mal irgendwie ein Interview geguckt, also der hat eine Macke. Also habe ich auch. In seiner Kindheit hatte es Depp nämlich extrem schwer. Da er zu seinen Eltern nämlich nie eine enge emotionale Bindung aufbauen konnte, verbrachte er bereits im Alter von 12 Jahren seine Freizeit lieber in dunklen Nachtclubs und hing mit Leuten ab, die nicht gut für ihn waren. Schon als Jugendlicher begann er zu rauchen und zu trinken, konsumierte jede Substanz, die er zwischen die Finger bekam und ließ sich zu kleinkriminellen Taten hinreißen. Also er hat eine krasse Drogenvergangenheit, das wusste ich auch nicht, Freunde. Ja, krass. Er war sogar Teil einer kleinen Verbrecherbande, die wahllos Vandalismus betrieb und körperliche Konflikte mit anderen suchte. Er war wahllos Sachen kaputt gemacht, stark. Aufgrund dieser frühen Erfahrungen mit illegalen Dingen... Also wenn du in einer schlechten Familie aufgewachsen bist, beziehungsweise sich die Eltern früh getrennt hat und du nie richtig Liebe erfahren hast, das schädigt oft ein und ist oft auch Auslöser später für Depressionen und so. Vermuten viele Beobachter, dass er die Traumata seiner Kindheit nie wirklich aufarbeiten konnte, da er bis heute nämlich regelmäßig mit Alkoholproblemen zu kämpfen hat und oft eher unrühmlich in die Schlagzeilen gerät, scheint Depp nach wie vor mit den Dämonen seiner Vergangenheit zu kämpfen. Weiter geht's mit einer berühmten... Krass, ja. Immer wieder Alkoholprobleme. Also wenn du Alkoholiker bist, musst du trocken sein, ja. Die Sucht ist in dir und die wird immer wiederkehren. Krass, okay? Krass. Eine Schauspielerin, die in ihrer Kindheit wohl eine der schlimmsten Dinge erleben musste, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die Rede ist von Superstar Charlize Theron, die mittlerweile einer der gefeiertsten Hollywood-Stars ist und 2004 sogar einen Oscar erhielt. Wenn mir jetzt nur den Namen gesagt hätte oder nur das Gesicht, ich wüsste nicht den Namen. Beziehungsweise wenn mir nur den Namen gesagt hätte, ich wüsste nicht, wie die aussieht. Aber man kennt das vom Hören. Wahrscheinlich habe ich schon Filme von ihr geguckt, aber ich kenne mich, ey, Maggie kennt sich in der Schauspielwelt nicht so gut aus. Wo kennst du dich gut aus? Was sagst du, Löwe? Wo kenne ich mich überhaupt gut aus? Löwe, es gibt ein paar Ecken, da kennt sich ey, Maggie verdammt gut aus. Wenn du mal ein bisschen zuhören würdest, dann würdest du auch mal ein bisschen was lernen. Weil in ey, Maggie-Videos kann man eine Menge lernen. Abseits des Ruhms und der Erfolge spielten sich in ihrer Kindheit jedoch dramatische Dinge ab. Und zwar wuchs Theron mit einem alkoholabhängigen Vater auf, der ihre Mutter nicht nur verbal schlecht behandelte, sondern ihr auch regelmäßig auf furchtbare Weise Gewalt antat. An einem Abend kam ihr Vater sogar mit einer Waffe nach Hause und feuerte auf die eigene Familie. Was? Glücklicherweise ging das Ganze für sie jedoch... Ich wollte gerade sagen, was hat der denn getrunken, aber der hat ja echt getrunken. Also, boah, diese Drogen und so, die machen echt einiges kaputt. Glimpflich aus. Bis heute muss Charlize Theron allerdings oft an diese traumatisierende Nacht denken. Und es ist kaum verwunderlich, dass sie diese schrecklichen Erlebnisse ihr ganzes Leben lang begleiten. Das ist eine traumatische Erfahrung. Begleite ich dein ganzes werden. Leben. Als nächstes kommen wir zu einem Schauspieler, der hinter den Kulissen Hollywoods als einer der nettesten Menschen überhaupt gilt. Und das, obwohl er mehr hinnehmen muss. Doch, Keanu Reeves. Als fast jeder andere Mensch. Die Rede ist von Keanu Reeves, den die meisten wohl aus seinen legendären Rollen in Matrix oder John Wick kennen. Das Leben des Superstars ist von zahlreichen tragischen Ereignissen gekennzeichnet, bei denen... Krass, aber wie schaffen die es zum Hollywood-Schauspiel? Also Johnny Depp, wenn er so eine krasse Vergangenheit hat, hat er sich aufberappelt oder hat er einfach mit Glück eine Rolle bekommen und so krass, wie passiert das? Sich viele fragen, wie ein Mensch so etwas eigentlich nur aushalten kann. Bereits als junger Erwachsener verlor er seine Schwester durch eine Leukämieerkrankung und zu der Zeit hatte er ein besonders enges Verhältnis zu ihr. Kurze Zeit später musste er außerdem verkraften, wie sein bester Freund River Phoenix, der übrigens der Bruder von Joaquin Phoenix ist, einer Rauschmittelsucht zum Opfer
fiel. Als ob das noch nicht genug... Nein, sein bester Freund ist gestorben. Was? Quere musste Reeves dann 1999... Oha! Boah, da sind... Boah, sieht er da anders aus. Zugenommen. ...sich direkt den nächsten Schicksalsschlag hinnehmen. Und zwar wurde die gemeinsame Tochter von ihm und seiner damaligen Freundin Jennifer Syme tot zur Welt gebracht. Nur kurze Zeit später verstarb dann auch Syme, da sie alkoholisiert am Steuer unterwegs war. Bei all diesen furchtbaren... Was? Wie bitte? Man kennt immer nur diesen Namen, erfolgreicher Schauspieler und so, aber der hat ja alle um sich herum gefühlt verloren. Krass. Nachen Erlebnissen ist es fast schon ein Jetzt kleines sieht das ja Wunder, quasi dass an. Keanu Reeves Boah, das heute tut mir leid. Der beliebte und erfolgreiche Mensch ist, den wir alle kennen und mögen. Mhm. Reeves hat nicht nur seine Schicksalsschläge überwunden, er wurde aus ihnen, wie er selbst sagt, sogar stärker. Als nächstes kommen wir zu einem Serienstar, dem lange Zeit eine... Stärker, aber es ist natürlich auch... Oha, hier von Two and a Half Men, Jack, oder nee, heißt der Jack? Eine glorreiche Zukunft prophezeit wurde und der während seiner Hochphase der bestbezahlte Jugendschauspieler der Welt war. Und zwar Angus T. Jones, den die meisten übrigens einfach nur als Jake Harper aus... Jake, nicht Jack, sondern Jake. ...aus der Sendung Two and a Half Men kennen. Boah, ey, Leute, mit die beste Serie. Denn während er bereits als 17-Jähriger $300.000 Gage pro Folge bekam und... Boah, 300.000 Tacken pro Folge, nicht pro Monat, pro Folge. 300, da kannst du nicht mehr normal werden. Du verlierst komplett das Verhältnis zu Geld. Keiner einen Zweifel daran hatte, dass er auch nach dem Ende von Two and a Half Men eine große Karriere hinlegen würde, wendete sich das Blatt im Jahr 2012 jedoch komplett. In diesem Jahr schloss sich Jones nämlich einer fundamentalistischen religiösen Organisation an und schien von da an nicht mehr derselbe zu sein. Ey, der könnte so eine krasse Karriere machen. Hätte so eine krasse Karriere machen können, wie bekannt er war. Macht da irgend so einen komischen religiösischen, genau, Mats. Genau, El Magie. Macht er irgend so einen komischen Shit. Er sagte unter anderem, dass die Rolle des Jake Harper nicht mit seiner Religion zu vereinbaren sei und forderte seine Fans sogar dazu auf, Two and a Half Men zu boykottieren. Was? Als Resultat wurde Jones dann Stück für Stück aus der Show herausgeschrieben und hatte nur noch in den letzten Folgen einen kleinen Auftritt. Mittlerweile hat er es sich aufgrund seines religiösen Fanatismus laut einigen Berichten... Aber löschen kann er sie ja nicht, weil er wahrscheinlich so einen Vertrag unterschrieben hat, eine Rechtabtretung. Aber das ist krass. Berichten mit zahlreichen Hollywood-Produkten... Er hat den Leuten gesagt, guckt euch das nicht an. Ich meine so, hey, du hast dadurch viel, viel Geld verdient. Senden verscherzt und erhält so kaum noch Aufträge. Nee, dabei nicht. Hat Jones inzwischen auch der Kirche sogar wieder den Rücken gekehrt und versucht nun in Los Angeles Fuß zu fassen mit entsprechend mäßigem Erfolg. Auf der Nummer 6. Ja, selber. Also, sorry. Wenig Mitleid, ja. Also, ich wünsche ihm alles Gute, aber wenig Mitleid. Ganz ehrlich, was macht er denn? Warum macht er da so eine Religion? Und jetzt so hat er sich wieder umentschieden. Also, dann fahr mal eine Linie, Kollege. Schnürschuh. 6 kommen wir zu einem Schauspieler, der mit seinen Rollen schon Millionen von Menschen zum Lachen gebracht hat. Tim. Lange Zeit selber jedoch nur wenig zu lachen hatte. Ey, dass mir das nicht einfällt. Tim. Und zwar Jim Carrey. Jim. Nicht Tim. Jim Carrey. Natürlich Jim Carrey. Boah. Ey, Maggie wird alt. Ich kann mir schon Namen nicht mehr merken, ne? Okay, es ist Jim Carrey. Sorry. Während viele nämlich nur den albernen Schauspieler mit den verrückten Grimassen kennen, hatte es Carrey als junger Erwachsener jedoch extrem schwer. Schon als Jugendlicher flog er nämlich von der Schule und musste alleine klarkommen. Der ist auch crazy, der Typ. Ist auch, glaube ich, so hyperaktiv und so. Der ist crazy. Kein Wunder, dass er von der Schule geflogen ist. Für eine Wohnung hatte, musste er mit einem geliehenen VW-Bus durch die Gegend fahren und war quasi obdachlos. Die Lage verschlimmerte sich sogar noch, als er den Bus dann zurückgeben musste und fortan nur noch ein kleines Zelt mit sich trug. Irgendwo im Wald pennt er und jetzt ist er millionenschwerer Hollywood-Schauspieler. Also, das ist ja unglaublich. Nachts aufschlug, um nicht unter freiem Himmel zu schlafen. Für viele mag das nun recht schlimm klingen, aber selbst aus dieser schwierigen Situation konnte Carrie... Was? Ist der das? Was? Das sind ja... zwei verschiedene Menschen. Wow. Was Positives ziehen. Und zwar sagt er heute, dass er in dieser Zeit gelernt hätte, die Welt nicht so ernst zu nehmen. Und damals fing er dann sogar an, seine heute einzigartige Weise von Humor zu entwickeln. Weiter geht's mit einer Schauspielerin, die Jahre... Also das mit dem Leben nicht so ernst nehmen, das checke ich auch langsam. Also... Je älter ich werde, desto mehr merke ich so eigentlich, dass ich nicht so wichtig bin. Es gibt 8 Milliarden Menschen und ganz viele vor mir und nach mir. Und wir sind nicht so wichtig, wie wir denken. Lebt einfach das Leben, interpretiert nicht so viel. Ah, jetzt mache ich hier einen Monolog. Interpretiert nicht so viel, entspannt euch. Sucht nicht Stress, sondern sucht Harmonie. Ende.
Peace? Einfach nur Peace. Wir wollen einfach nur Frieden. Ey, Maggie for Peace. Ey, Maggie for Peace. Flick ein Sein. Wählen Sie die Flickrichtung Fixierung. Das war das Friedenshorn. Das war das Friedenshorn, Freunde. Apropos Frieden. Grüße gehen raus an die Margaret Sanders Kanalmitglied, Antonia Schmidt, an Caro und an Lizzie. Wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst, schreib einfach lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei. Okay, weiter geht's. Lang darum, ich bin gespannt, wer noch musste, kommt. Dass ihr Kind nicht auf die schiefe Bahn gerät. Die Rede ist von Katie Holmes, die viele Katie Jahre Holmes lang auch. Zusammen mit Tom Cruise eine Story. Tausendmal gehört den Namen. Aber ich wüsste nicht, wie die aussieht. Promi-Pärchen der weibliche Welt darstellte. Abseits der wenig. Kameras war es jedoch nicht so rosig. Und spätestens, als die beiden sich vor einigen Jahren scheiden ließen, begann ein Konflikt, der vor allem Holmes extrem traumatisierte. Sherlock da Tom Holmes. Cruise nämlich eines der bekanntesten Mitglieder der Sekte Scientology ist, hatte Holmes große Angst, dass ihre gemeinsame Tochter Suri auch nach der Scheidung ohne ihre Aufsicht in Kreise gelangt, die ihr nicht geheuer waren. Ja. Denn spätestens seit Jahren... Also auch unverständlich. Also die haben ja alle auch irgendwie einen an der Klatsche, ne? Ich sag euch das ganz ehrlich, ne? Ich meine, ey, das sind, warum machen die nicht einfach ein cooles Leben, eine coole Karriere und dann machen die da so einen Unfug mit Scientology und so. Das sind irgendwelche Sekten, die an irgendeinen Unfug, glauben Scientology nicht, die an Illuminati und so glauben? Ich weiß nicht genau. Spielerin Leah Remini, die ebenfalls lange bei Scientology war, veröffentlichte, welche Machenschaften hinter verschlossenen Türen bei der Sekte abgehen, wissen viele, wie groß die Angst von Katie Holmes um ihr Kind gewesen sein muss. Und zwar konnte Holmes das Sorgerecht nach langen Verhandlungen auf ihre Seite holen und Suri von der Sekte fernhalten. Ja. Laut ihr war diese Zeit jedoch für sie extrem schwierig und bedrohlich. Klar. Als nächstes kommen wir zu einem amerikanischen TV-Star. Stell dir vor, du bist so verheiratet und plötzlich schließt sich so dein Ehepartner so einer komischen Sekte an. Das ist voll weird, ey. Warum lebt der nicht einfach für Schauspieler und für seine Familie, hat ein geiles Leben, fertig? Star, der zwar oft belächelt wurde, in Wahrheit jedoch stark unter der vielen Kritik leiden musste. Und zwar Caitlyn Jenner, die bis vor einigen Jahren noch Bruce Jenner hieß und der Vater von Kendall und Kylie Jenner ist. Caitlyn Jenner ist nämlich eine Transfrau, was bedeutet, dass sie als Mann auf die Welt kam, sich jedoch in ihrem Körper nie richtig wohlgefühlt hat. Aus diesem Grund entschloss sich die ehemalige Zehnkämpferin vor einigen Jahren zu einer Geschlechtsumwandlung und wechselte zu einer weiblichen Identität. Was? Allerdings musste sie sich für diesen Schritt extrem viel Häme gefallen lassen und wurde vor allem im Internet sehr stark angegriffen. Laut eigener Aussage... Die Eltern von Kylie... Oder habe ich das gerade falsch erzählt? War das für sie eine der schlimmsten Phasen ihres Lebens. Vater, Mutter, obwohl sie eigentlich froh war, endlich den Schritt gegangen zu sein, den sie sich so lange gewünscht hatte. Bis heute leidet sie... Aber das ist der Hass von den Menschen halt. Jedoch das regelmäßig halt unter zahlreichen... Vor allem, sie tut ja keinem damit weh. Wenn sie diese Entscheidung fällt für sich, dann ist das doch top. Tut sie mir weh? Nein. Tut sie Alpaki weh? Nein. Tut sie Löwe weh? Fridolin weh? Nein. Und den Wellen sind, tut sie auch nicht weh. So. Und dann ist doch alles cool. Dann soll sie doch machen, was sie will. Solange jemand mir und den Jungs, die Jungs stehen in meiner Obhut, wer diesen Jungs hier was antut, der hat mit mir Probleme. Die alles andere als gerechtfertigt sind und zeigen, dass es für viele leider immer noch schwer ist, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie eigentlich sind. Vor allem auf der Nummer 3 in Russland oder so ist das, glaube ich, noch sehr zurück. Also in vielen Ländern. Deutschland ist noch relativ fortschrittlich, aber auch hier müssen ja halt auch viel, werden sie viel diskriminiert. Was sehr schade ist. Ehemaligen Superstar, dem nicht nur eine schwere Krankheit zum Verhängnis wurde, sondern von der auch niemand etwas wusste. Die Rede ist von Alan Rickman, den die meisten wohl in der Rolle von Professor Snape in Harry... Professor Snape! Was? Ich habe gerade gedacht, so, yo, kenne ich auch nicht. Einfach Professor Snape. Ich habe vor allem jetzt letztens... Ich war bei Harry Potter Teil 8 Theaterstück auf der Premiere. Das war echt cool. Falls ihr meinen TikTok dazu noch nicht gesehen habt, checkt das gerne ab. Und mein Short auch. Ja, genau. Und ich habe jetzt auch Teil... 3 geguckt letztens, der Gefangene von Azkaban. Und ich werde jetzt den Feuerkelch gucken. ...in Erinnerung haben. Der Brite, der für viele eine absolute Legende war, verstarb nämlich Anfang 2016 wie aus dem Nichts und völlig... Professor Snape ist tot? Was? ...überraschend an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh. Im Vergleich zu anderen Stars, die mit solchen Erkrankungen eher offen umgehen, hielt Rickman sein Schicksal völlig geheim. Und man erfuhr erst nach seinem Tod, dass er unheilbar krank gewesen war. Warum er seine Krankheit geheim hielt, ist zwar nicht bekannt, man weiß jedoch, dass er seine letzten Monate im Kreise seiner Liebsten verbrachte, die ihm seine letzten Tage... Apropos Harry Potter, Freunde, wusstet ihr, auf iPhone und auf Android mit dem Zauberspruch Lumos, was ja Licht bedeutet, könnt ihr eure Taschenlampe anmachen. Hey Siri, Lumos. Okay, ich habe Taschenlampe eingeschaltet. Wie geil ist das denn? Das wusste ich. Ich habe mich voll gefreut, als ich das gemerkt. Lumos aus. Okay, ich habe Taschenlampe ausgeschaltet.
geht Lumos aus. Wie es auf Android geht, weiß ich nicht genau, aber sagt auch mal euren Sprachassistenten in Lumos. Mal gucken, ob es bei euch auch geht. Ich finde es mega cool, dass das funktioniert. Wert wie möglich machen. Egal. Auf der Nummer 2 kommen wir nun zu einem weiteren Harry Potter Star, der in diesem Fall jedoch seit einiger Zeit Professor McGonagall die eigene Karriere bangen muss. Und zwar Maggie Smith, die als Professorin Minerva McGonagall endgültig zum Superstar wurde. Neben Harry Potter gab es jedoch noch eine weitere Rolle, die sie die ist halt auch älter geworden, zwischenzeitlich ne? an die Weltspitze der Schauspielerei führte. Und zwar in der Serie Downton Abbey, die bis heute Millionen Fans weltweit hat. Allerdings führte diese Aufmerksamkeit schnell dazu, dass sich Maggie Smith irgendwann kaum noch ungestört in der Öffentlichkeit bewegen konnte, worunter sie laut eigener Aussage sehr... Und vor allem, sie ist ja schon ein bisschen älter, dann ist das sehr anstrengend, glaube ich. ...gelitten haben soll. Da Maggie Smith nämlich sehr viel Wert darauf legt, wie ein normaler Mensch ohne Verkleidung, ohne Bodyguards und ohne Limousinen aus dem Haus gehen zu können, wurde ihr so ihre Freiheit genommen und die 86-Jährige kann schon lange keinen normalen Alltag mehr führen. Mhm. Aus diesem Grund soll sie sich... Es hat auch sicher seine Nachteile. Es ist cool, ein Star zu sein, aber es hat auch sicherlich seine Nachteile. Ja. Bei mir zum Beispiel hält sich das alles in Grenzen, Freunde. Also wenn ihr mich auf der Straße sehen solltet, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich wurde jetzt erst heute wieder erkannt, als ich 5 Minuten nur draußen war. Könnt ihr natürlich machen. So. Es hat mich noch nie genervt. So. Wenn Leute sagen, das nervt, kann ich nicht verstehen. So. Dazu entschlossen Sprecht haben. Mich gerne an. Ich bin immer lieb, auch wenn ich manchmal beschäftigt wirke und so schnell durch die Stadt gehe oder so. Ich habe immer Zeit für euch. Auch ganz kleine Nebenrollen in wenig bekannten Filmen anzunehmen, um so ein Stück ihrer Privatsphäre zurückzuerlangen. So spielt sie mittlerweile fast ausschließlich als Statistin kleine Rollen wie Obdachlose oder Krass, die spielt einfach absichtlich kleine Rollen, damit sie nicht mehr so bekannt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, das ist krass. Das Käuferin. Ist krass. Jedoch behaupten einige, dass sie diesen Schritt mittlerweile sehr bereuen soll, da ihr diese Rollen nicht wirklich Spaß machen. Auf der Nummer 1 kommen wir... Aber sie hat auch eigentlich ausgesorgt. Warum genießt sie jetzt einfach nicht ihre Rente so? Die hat ausgesorgt. Mit Harry Potter und mit Downton Abbey wird sie so viel Geld verdient haben. Unglück, das auf tragische Weise in wenn sie dann noch sagt, dass sie keinen hohen Lebensstandard mit Limousine und Bodyguards und so hat. Ja gut, weil die Schauspielerei vielleicht Spaß macht. Aber dann soll sie sich vielleicht unbekanntere Filme suchen und da coole Rollen haben oder so. Geschichtsbücher einging und für viele eines der größten Dramen der Filmgeschichte ist. Und zwar der Tag, an dem Grace Kelly verunglückte. Grace Kelly war in den 1950er Jahren eine der erfolgreichsten und angesehensten Schauspielerinnen der Welt. Und neben Marilyn Monroe das Gesicht der weltweiten Filmindustrie. Ihr Ruhm war sogar so groß, dass sie Fürst Rainier III. Von Monaco heiratete. Also Marilyn Monroe kenne ich vom Hören. Kelly Smith oder wie? Kelly? Nicht gehört. Endgültig in der High Society angekommen war, bis zum 14. September 1982. Mhm. An diesem Tag stieg Grace Kelly nämlich zusammen mit ihrer Tochter in ein Auto und fuhr um einen kleinen Berg in Monaco herunter. Dort kamen sie dann jedoch aus bis heute ungeklärten Gründen von der Spur ab und stürzten über 40 Meter in die Tiefe. Zwar konnten sie noch in ein Krankenhaus gebracht werden, allerdings erlag Grace Kelly dort bereits nach wenigen Stunden. Grace Kelly, nicht Kelly Smith. Grace Kelly. Hat sie was mit der Kelly Family zu tun? Ich weiß nicht, aber sehr merkwürdige Geschichte. Einfach runtergestürzt. Und Verletzung. Für viele ist ihr Ableben bis heute nicht richtig aufgeklärt. Nee. Und es gibt die wildesten Spekulationen, ob es nur ein Unfall war oder sie sogar von Mitgliedern des organisierten Verbrechens zur Strecke gebracht wurde. Ja, wenn sie das Vorzeigegesicht der Filmindustrie war, so berühmt war, dann ist es naheliegend, dass das vielleicht ein Attentat war. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall mit Filmstars mit einem brutalen Schicksal, Freunde. Fand ich persönlich sehr interessant. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Marketing seid. Ich glaube, Löwe oder Friedlin hat es vorhin gesagt. 4000 Likes war, glaube ich, im Raum. Schmeißt die voll, genau. Ihr wisst, wie es geht, Freunde. Danke fürs Anschauen, ne?